vielleicht sogar zum Spiel des Jahres. Österreich gegen Frankreich in der Weltmeisterschaftsqualifikation für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr 1994 in den USA. Die Auseinandersetzungen Österreich-Frankreich auf sportlicher Ebene gehen also weiter. Man könnte sagen, die Franzosen haben ihren Sieg schon im Tennis, jetzt sollen sie ihn uns im Fußball lassen. Ein niederländisches Schiedsrichter-Trio wird diese Begegnung leiten. Jon Blankenstein ist der Schiedsrichter, ein 43-jähriger Geschäftsmann aus Hillesgarn. Zunächst aber die Hymnen der beiden Nationen. Die französische Nationalhymne, die berühmte Marseillaise, und jetzt die österreichische Bundeshymne. Stimmung im Ernst-Happel-Stadion, dem früheren Wiener Praterstadion, ist großartig. Viel Prominenz hier. Bundeskanzler Dr. Franitzky und viele andere Prominente auf der Ehrentribüne. Aber jetzt zur Aufstellung des österreichischen Teams. Und da hat Herbert Brasker heute noch eine Änderung vorgenommen. Sie werden es gleich sehen. Im Tor Franz Wohlfahrt in seinem 16. Länderspiel. Mit zwei dann Feiersinger, Salzburg mit drei, erwartungsgemäß Petzl, der wieder fit ist. Mit vier, und das ist die Überraschung, Freddy Schinkels. Mit fünf, Czak. Mit sechs, Dietmar Kübauer, Rapid. Harald Czerny, einer der drei Legionäre im österreichischen Team von Bayern München. Acht, Peter Artner, der vermutlich auf Papin spielen wird. Dann Toni Polster von Rayo Vallecano. Andreas Herzog, Österreichs international momentan wohl arriviertester Spieler von Bremen, und Heimo Pfeifenberger mit der Elf, der gegenüber Andreas Ogris den Vorzug von Herbert Prohaska hielt. Aus der Mannschaft Watzinger, dafür also im Spiel Schinkels. Und noch etwas, Andreas Herzog ist heute zum ersten Mal Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Herbert Prohaska hat sich für ihn entschieden, indem er gemeint hat, ein international so erfolgreicher Spieler ist genau der Richtige für das Team. Und jetzt die Aufstellung der Franzosen. Lamar im Tor. Anglomar Nummer 2, der rechte Verteidiger. Petit, der linke Verteidiger mit 3. Roche, der Vorstopper mit 4. Mit 5, Blanc, Libero. Le Guen,
im Mittelfeld. In diesem Augenblick hat das Spiel gerade begonnen. Rasch fertig mit der Aufstellung. 7 Deschamps, 8 Sosé. Mit 9 Babin, Jean-Pierre Babin, der Superstar Frankreichs. Mit 10 Lizarazu und mit 11 Xavier Gravelin. Und der Trainer ist Gérard Houllier. So, und jetzt zum Spiel. Die Österreicher in den weiß-schwarzen Dressen, also weiße Trikots und schwarze Hosen. Sie spielen in der ersten Spielhälfte von links nach rechts. Wir werden versuchen, Ihnen das Spiel aus den verschiedensten Kameraperspektiven zu zeigen. Wir haben dazu einige neue Kamerapositionen gewählt. Ich hoffe, dass dieses Spiel nicht nur sportlich, sondern auch von den Bildern her für Sie ein echter Genuss wird. 5 Tore in 36 Länderspielen und jetzt Kapitän dieses Nationalteams. Ein junger Mann, der das österreichische Nationalteam auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika führen soll. Viel Glück an dieser Stelle auch dem Herbert Prohaska in seinem ersten Bewerbsspiel. Er kann es brauchen. Konsequente Deckung, konsequentes Vorchecking und vor allem das Aufpassen auf die Sturmspitzen. Das ist das, was man in der Anfangsphase berücksichtigen muss. Recht resolut da Frankie Schinkels gleich hineingestiegen, der über die linke Seite für Offensivdruck sorgen soll. Soll uns genau das nicht passieren, was das Vorhaben damals noch unter Ernst Happel unmöglich gemacht hat, nämlich in Paris über die erste schwierige Zeit hinwegzukommen. In einer Phase, in der die Österreicher eingestellt waren, auf Defensive zu spielen, als dann durch ein Missverständnis Jean-Pierre Papin nach wenigen Minuten das Führungstor schon erzielt hat. Blanc, der eine eher verpatzte Zeit in Italien gehabt hat und von Napoli wieder zurück nach Frankreich gegangen ist. Über die Flanken soll der schnelle Czerny von rechts kommen. Ja, Artner immer in der Nähe von Babin und Robert Betzel gegen die Nummer 11 gegen Gravelin. Die Franzosen müssen ja ebenso wie die Österreicher auf einige Spieler verzichten. Die Ausfälle der Franzosen sind hoffentlich schwerwiegender. Immerhin fehlt Abwehrstütze Boli wegen einer Verletzung. Cantona fehlt ebenso wie Ginola. Beide sind für dieses Spiel gesperrt. Und bei den Österreichern fehlt vor allem im Mittelfeld Peter Stöger. Streiter ist gesperrt und auch der Innsbrucker Bauer ist nicht fit und kann heute nicht spielen. Betzel. Lizarazu und Freistoß für Frankreich. Ein energischer Schiedsrichter, dieser John Blankenstein, hat zuletzt 9-mal gelb und 1-mal rot gezeigt bei einem Meisterschaftsspiel in den Niederlanden bei Feyenoord Rotterdam gegen PSV Eindhoven. Das ist unsere Krankamera hinter dem Tor. Einwurf für die Österreicher. Harald Czerny, der eigentlich alles spielen kann, bei Bayern München praktisch schon in nahezu allen Positionen gespielt hat, vom Manndecker bis zum auch erfolgreichen Stürmer. Herzog. Der Herzog. Sosé. Anglomar. Noch immer Anglomar. Und Jean-Pierre Babin
GPP, wie er von seinen Fans und Freunden genannt wird. Er ist immer gefährlich, wenn der Ball in Richtung Strafraum kommt. Nummer 8, Mittelfeldregisseur bei Marseille, Franck Sauzet. Und aufpassen muss man auch auf die Nummer 6, auf Paul Le Guen. War zuletzt der herausragende Mann bei Paris Saint-Germain beim sensationellen Sieg gegen Real Madrid. Das war der Schuss von Le Guen, habe ich dann gesagt, auf den muss man aufpassen. Er ist erst zum zweiten Mal in der Nationalmannschaft, ist schon 29 Jahre alt, aber ein exzellenter Fußballer in diesem Jahr, hat großen Anteil an den Erfolgen von Saint-Germain in der Meisterschaft und im UEFA Cup. Polster gegen seinen Schatten Roche. Alain Roche, auch er spielt bei Paris Saint-Germain. Es wäre vermessen, heute zu sagen, die Franzosen sind nicht die Favoriten. Allein im Europacup haben sie das bestätigt. Marseille, Auxerre und Paris Saint-Germain sind noch im Bewerb, haben zuletzt hervorragende Leistungen geboten. Österreich ist schon lange nicht mehr mit dabei. Allein darin sieht man schon den Unterschied zwischen den beiden Nationen. Aber dennoch, eine Chance haben wir heute und die sollen wir nützen. Lizarazu von Bordeaux. Seins durch einen Finanzskandal fast in der Versenkung verschwunden, der frühere Meister. Ja, da war auch der Franzose ein bisschen nieder mit dem Kopf. Das ist immer Auslegungssache. Hohes Bein oder zu weit hinuntergegangen. Es gibt jedenfalls von der Auffassung des Niederländers her Freistoß für die Franzosen. Franz Wohlfahrt. Und da ist niemand vorne. Alle Österreicher waren jetzt zurückgelaufen bei diesem Freistoß. Gianni. Franzosen versuchen hier in dieser Anfangsphase, gespielt sind jetzt knapp 8 Minuten, das Spiel langsam aber sicher zu kontrollieren. Lizarazu, auch er ist zum dritten Mal im Team. Gravelin. Kübauer. Und da hat Pti aufgepasst, der Mann aus Monaco. Sichert, so sieht es aus, auf der Seite ab, wenn der schnelle Czerny da über die Flanken kommt. Blanc. Es ist kalt heute, daher spielen auch einige Franzosen mit Handschuhen. Eiskalter Wind pfeift den ganzen Tag hier schon über das Ernst-Happel-Stadion. Frostige Temperaturen, aber hoffentlich wird es uns allen bald richtig warm hier beim Spiel. Für Österreich ist es das dritte Spiel in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Niederlage in Paris, Sieg gegen Israel hier. Und das ist Tormann Bernard Lama, auch von Paris Saint-Germain. Blanc. Angloma. Bis jetzt gut, Frankie Schinkels.
Pfeifenberger ist der Ball wirklich zu weit weggesprungen, sollte nicht passieren. War nicht einmal im Bedrängnis. Debütierte im Team gegen Griechenland, sollte er ursprünglich in Nürnberg beim 0:0 gegen Deutschland debütieren, aber hatte sich ja damals knapp vorher in der Meisterschaft in der Bundesliga verletzt. Graveler, Lizarazu. Kübauer. Und jetzt Einwurf für die Österreicher in der Hälfte der Franzosen. Czerny. Das Ganze noch einmal, wieder Czerny. Kübauer. Achtner. Rima Achtner. Ah ja, wollte das einzig Richtige machen, mit einem Weitschuss einmal sein Glück versuchen. Aber da sprang ihm Rosch dazwischen. Kam es nur zu einem Pressball. Die ersten 11 Minuten sind um. 0:0 hier im Ernst-Happel-Stadion zwischen Österreich und Frankreich. Publikum ist bei Laune, etwa 37.000, 38.000 Zuschauer. Mehr sind im Moment bei derartigen Wettbewerbsspielen nicht zugelassen. Die Sektoren mit nur Stehplätzen sind geschlossen. Nur Sitzplätze sind gefordert und daher also eine deutlich reduzierte Kapazität. Dennoch bleibt dem ÖFB nach diesem Spiel doch immerhin ein Betrag von rund 5 Millionen Schilling. Le Guen. Und Wohlfahrt war da noch mit den Fingern richtigerweise am Ball beim Schuss von Didier Deschamps. Auch er spielt bei Marseille. Auch er hat schon Angebote aus Italien, und zwar von Atalanta Bergamo. Hier war frei mit dem linken Fuß, und Wohlfahrt, der hinausgelaufen war, streckt sich da richtig. Weiß nicht, ob der Ball nicht sonst über ihn drüber gegangen wäre. Eckball für die Franzosen von der rechten Seite. Etwas mehr Platz einmal auf links, Polster gegen Deschamps, noch immer Polster. Ja, der Haken war gut, noch immer Polster. Früher muss er abspielen, der Toni. Da macht er einen so schönen Haken, ist frei. Und dann wartet er. Schade um die gute Möglichkeit. Aber immerhin, zum ersten Mal die Österreicher in Richtung Tor von Lama gekommen. Der Mann von der Insel Guyana, einer ehemaligen Sträflingsinsel, bekannt aus dem Roman Papillon. Ja, das war Zusammenstoß. Ich glaube, es war ein Zusammenstoß, weil Graveler hat abgedreht, wollte in die andere Richtung und lief da mit Feiersinger zusammen. Dann hat es unglücklich erwischt dabei. Aber man hätte es ein bisschen früher sehen müssen, wie Graveler sich umgedreht hat. Aber es geht schon wieder. Er hat auch gewisse Freiheiten, um mitzugehen, phasenweise. Bleibt also nicht nur bei Papin.
Wenn er geht, dann übernimmt Schinkel, so war es zumindest diesmal, die Rolle des Bewachers. Ich glaube, Herbert Braske hat richtigerweise sich für Artner als Bewacher von Babin entschieden, weil er einfach beweglicher und schneller ist. Niemals einen Querpass. Eine alte Grundregel, fallen nicht vor dem eigenen Tor. Lissarazu. Na, und nicht einmal gepfiffen. Also der Niederländer lässt ganz schön hart spielen. Und jetzt wird es ein bisschen hitzig. Zurückgepfiffen aber, Ball war noch nicht freigegeben. Kübauer. Dietmar Kübauer war vorher ein Foul für mich von Sosé, dass der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat. Kübauer. Ja, Ball war auch gespielt, aber es war trotzdem ein gefährliches Spiel. Zeitlupe zeigt dann deutlich, dass der Ball schon gespielt wurde, aber gefährlich war es trotzdem. Hat natürlich auch den Gegner dann getroffen. Freistoß in der Zwischenzeit für die Österreicher, denn da gab es dann noch einen Foul. Und jetzt gibt es Freistoß für die Österreicher. Indirekter Freistoß. Eine ideale Freistoßdistanz. Noch um ein paar Zentimeter gefeilscht. Und Polster an die Querlatte, an die Stange ging der Ball. Ein wuchtiger Schuss. Mit enormer Wucht geschossen. Ah, da hätten wir uns jetzt dieses Tor wirklich verdient. Da flickst noch einmal, man soll mit dem Schicksal nicht hadern, aber genau das wäre es gewesen. Polster vorbei, herrlich vorbei an der Mauer, vorbei an Lama. Und von der Stange prallt der Ball zurück. Ah, der Schuss erschüttert sogar die Torpfosten schön kräftig. Aber wir können nur einen Stangenschuss jetzt in der 18. Minute sozusagen zu Buche schreiben. Beim Spielstand bleibt es weiter 0:0. Sosé. Der Platzsprecher hat die Zuseherzahl, die ich Ihnen vorher gesagt habe, bestätigt. Ausverkauftes Ernst-Happel-Stadion, obwohl Sie bei unseren Stadiontotalen manchmal auch freie Plätze noch sehen. Aufgepasst, Papin! Bravo, Wohlfahrt, bravo! Schuss von Deschamps. Na, für einmal Missverständnis und schon war der Chibi Papin wieder da. Das hier war dann schon der Schuss von Deschamps, auch verdeckt ein wenig die Sicht für den Tormann durch einen österreichischen Abwehrspieler, aber sehr gut reagiert von Wohlfahrt. Ein flottes Spiel jetzt mit großem Einsatz bisher von beiden Seiten. Und
Und wenn man sie unter Druck setzt, dann zeigen auch die französischen Abwehrspieler durchaus Schwächen. So zum Beispiel Libero Laurent Blanc. Lizarazu. Und Jean-Pierre Papin, was verdient der Mann? 1,5 Millionen Schilling pro Monat bei AC Milan. Kam auch um eine ganz stolze Ablösesumme, um 180 Millionen Schilling ja von Marseille nach Mailand und 1,5 Millionen Monatsgage. Das sind die Gehälter plus die Gelder aus seinen Werbeverträgen. Aber er ist sein Geld wert und vor allem durch den Ausfall von Van Basten ist er jetzt der Mann, der bei Milan die Tore schießt, nachdem er ja am Anfang ein bisschen Probleme hatte, sich in der Mannschaft zu integrieren, aber wer hat die nicht bei einer Mannschaft, die allein 6 hochkarätige Ausländer unter Vertrag hat, wo nur 3 spielen können? Feiersinger. Kübauer. Petzl. Ah, das war mehr Flanke oder Schuss, denn Zuspiel. Da hat der Mann aus Guyana keine Probleme. Übrigens, heute gibt es ein großes Volksfest in Guyana. Das Spiel wird live nach Guyana übertragen und wird dort, wie schon bei seinem ersten Länderspiel, auf dem Hauptplatz vor rund 30.000 Zuschauern übertragen. Er ist ein Nationalheld. Dabei begann seine Karriere sogar im Handball, wo er Kreisläufer war und erst später zum Fußball wechselt und jetzt schon